Hola und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir nach etwas längerer Abstinenz. I am sorry. Aber ich bin wieder zurück und nachdem in Österreich vor 3 oder 4, ich weiß es nicht mehr, ich glaube vor 4 Wochen die Schule wieder begonnen hat, dachte ich mir, ich erwecke ein Format zum Leben. Zum Leben? Ja. Namens School Diaries. In diesem Format werde ich euch einfach ein bisschen von meinem Schulalltag erzählen und mich über Dinge aufregen, über die ich mich auch mit meinen Klassenkameraden aufrege, aber das reicht irgendwie nicht mehr, deshalb erzähle ich die jetzt einfach euch. Und ich würde sagen, wir legen damit direkt mal los. Punkt Nummer 1, über den ich mich wirklich richtig aufregen könnte, ist Tests ausmachen. Ein Ding der Unmöglichkeit. Also wenn ein Lehrer schon reinkommt und sagt so, ja, wir sollten mal wieder einen Test machen, wann habt ihr denn Zeit? Ist halt prinzipiell die Antwort nie, gar nicht, never. Irgendwie muss dann ein Testtermin gefunden werden und auch wenn Lehrer fragen, wann habt ihr denn Zeit, haben sie halt schon einen Wunschtermin im Kopf, den sie auch irgendwie verwirklichen möchten und den dann so, ja, wie wäre es denn mit Donnerstag? Und wenn wir dann sagen, ganz schlecht, also diese Woche ist schon ganz schlecht, da haben wir schon 50 Tests, bitte übernächste Woche oder nächste Woche, whatever, sagen die dann so, ja, okay, gut, machen wir. Nur kommen dann zum eigentlichen Testthema noch 50 Themen dazu, weil dann heißt es, naja gut, ihr habt jetzt eigentlich viel mehr Zeit zum Lernen, sprich wir machen noch die Vokabel der ersten Klasse, der zweiten Klasse. Wenn wir schon dabei sind, können wir eigentlich auch die Grammatik überprüfen und ja, ihr schreibt noch einfach 2 Texte. Das ist dann so, warum? Warum? Punkt Nummer 2, den ich eigentlich schon richtig lustig finde, es gibt Wochen, in denen wir einfach nichts zu tun haben. Wir haben keine Tests, wir haben keine Schularbeiten, wir haben keine Hausübungen, wir haben einfach gar nichts. Und dann kommt so eine Woche, in der wir jede Hausübung abgeben sollten, 2 Tests haben, eine Schularbeit, Referate, Präsentationen, whatever, einfach alles in einer Woche und ich verstehe nicht, warum das so ist. Meistens ist das so zu Semesterende oder Jahresende, weil die Lehrer noch Noten brauchen, aber ich denke mir, wir hatten jetzt ständig Tests, Schularbeiten, Wiederholungen, whatever, warum macht diese eine Note so viel aus? Punkt Nummer 3, der heuer wirklich den Höhepunkt erreicht hat, ist, dass 5-Minuten-Pausen gekonnt ignoriert werden. Manchmal arbeitet der Lehrer einfach noch in die 5-Minuten-Pause rein und das ist auch kein Problem. Wenn das dann zur Routine wird, denkt man sich so, naja, wir hätten eigentlich 5-Minuten-Pause, ich müsste mal aufs WC gehen. Dabei möchte ich noch erwähnen, dass unser nächstes WC ungefähr 300 Kilometer weiter weg ist und man eigentlich schon die Wanderausrüstung mitnehmen sollte, wenn man aufs Klo gehen möchte. Am allercoolsten finde ich es dann, wenn der nächste Lehrer schon wieder reinkommt und man fragt, ob man noch eben aufs WC gehen dürfte und der dann so, ja warum, ihr hattet doch eben 5-Minuten Pause, dann hättet ihr wohl früher gehen sollen. Ja, okay, gut, ist okay. Punkt Nummer 4, den ich ansprechen möchte, sind... Ich bin ziemlich so auf Lehrer. Well, sind Lehrer, die 20 Minuten oder 15, 20 Minuten nach Unterrichtsbeginn ganz gemütlich in die Klasse schlendern mit einem Kaffee in der Hand und so. Jetzt bin ich ja ein bisschen zu spät gekommen. Ich habe mich ein wenig verplaudert. Und wir so, eigentlich freuen wir uns ja, weil weniger Unterricht, aber gut. Dann kommt aber einmal eine Schülerin 5 oder 10 Minuten zu spät, weil der Bus Verspätung hatte, der Zug nicht kam, whatever, egal. Und dann kommt so von dieser selben Lehrerin, die 20 Minuten zu spät kommt, mit einem Kaffee in der Hand, weil sie sich verquatscht hat, die Aussage, tja, dann hättest du wohl einen früheren Bus nehmen sollen. Später in deinem zukünftigen Job kannst du auch nicht einfach zu spät kommen. Sorry, what? Lehrer, die Schüler hassen, die in ihrem Fach gut sind. Ja, das gibt's wirklich. Ich hab's auch nicht geglaubt. Eigentlich ist diese Geschichte schon fast ein Storytime-Video wert. Ich versuche es so kurz wie möglich zu halten, auf jeden Fall. Ja, wie erkläre ich das jetzt ohne Namen?
Fach zu erwähnen. Wir hatten eine Schularbeit in einem bestimmten Fach und bekamen diese eine Woche später zurück. Es gab natürlich Fünfer, es gab einige Vierer, es gab Dreier, es gab Zweier und es gab einen Einser. Soweit so gut, ich habe mich gefreut. Ich bin nicht die Person, die so sagt, Girl, ich habe einen Einser, Girl, du nicht. Auf jeden Fall kam die Lehrerin dann, nachdem sie die Schularbeiten ausgeteilt hat, zu mir und fing mit mir zu diskutieren an, warum ich denn einen halben Punkt Abzug hätte. Einen halben Punkt. Ich hatte 39,5 von 40 Punkten. Ich so, ja, ich habe eine Frage überlesen. Da meinte sie so, ja, also ich hätte dir ja noch mehr Punkte abziehen können, denn du hast nicht die offiziell anerkannten Abkürzungen verwendet. Und ich so, okay, ja, tut mir leid, dann mache ich das halt das nächste Mal. Ja, wie gesagt, ich hätte dir Punkte abziehen können. Du hast nicht die offiziell anerkannten Abkürzungen verwendet. Und ich so, ja, okay. Ist okay. Auf jeden Fall hat sie dann, glaube ich, geschlagene 15 oder 20 Minuten mit mir diskutiert, warum ich denn nicht die offiziell anerkannten Abkürzungen verwende und warum ich keine Nebenrechnungen mache, warum ich das nicht alles so mache, wie sie das macht. Mittlerweile erwähnt sie das jetzt in jeder einzelnen Stunde, dass wir doch die offiziell anerkannten Abkürzungen verwenden sollten und wir müssen halt schon wirklich extrem viel lachen, weil es halt lächerlich ist. Es ist wirklich lächerlich mittlerweile. Aber sie hasst mich halt prinzipiell irgendwie, da ich eben nicht alles so macht, wie sie das macht und sie versteht es nicht, dass es auch andere Wege zum Ziel gibt. Sie sucht bei mir förmlich nach Fehlern. Wir hatten sie auch letztes Mal 4 Stunden hintereinander und sie meinte so, ja, du liest zu schnell und ich so, so, das war's auch schon wieder mit diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und falls ihr selbst noch Schüler seid, und euch die Situationen bekannt vorkamen oder ihr noch andere Situationen kennt, dann schreibt mir das auf jeden Fall in die Kommentare. Eventuell nehme ich es dann fürs nächste Video auf. Vergesst nicht, einen Daumen nach oben da zu lassen. Wir sehen uns dann hoffentlich ganz bald im nächsten Video. Bye, bye!